Das Foot Fantasy Event in FIFA 22 ist heute gekommen und wir haben direkt eine nice Karte zum Erspielen bekommen. Das heißt, RTG-Content ist halt geboten mit komplett neuen Aufgaben und diesmal ist es wirklich was für jeden, für jede Geldtasche. Ihr braucht kein teures Team, im Gegenteil, die Aufgaben verlangen ein billiges Team. Das heißt, wir gehen jetzt direkt rein. Bevor wir uns die Karte anschauen, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn das Video gefällt. Genug dazu, wir gehen jetzt rein und schauen uns die Foot Fantasy-Karte von Simon genauer an. Und rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute ist das Foot Fantasy Event gekommen in FIFA zum ersten Mal. Das komplett neues Event. Worum es geht, was das ganze Event wirklich ist, habe ich in einem extra Video nochmal erklärt. Schaut euch das gerne an, wenn ihr das Event noch nicht so richtig gecheckt habt. Es ist quasi das What-If-Event, ja. Und heute haben wir direkt zum Release eine coole Karte zum Erspielen in Richtung RTG bekommen. Ganz normal bei den Zielen. Und zwar ist es die Foot Fantasy Karte 88 Gesamt von Simon, Jungs. 4 Sterne beides, 95 Pace, 92 Dribbling, 86 Schuss und Pass, Jungs. Wir haben hier eine Schusskraft von 91, Volleys 90, Flanken 90, Dribbling 94, Beweglichkeit 96, Balance 95, Sprungkraft 99, Ausdauer 90. Eine kranke Karte und die Aufgaben sind sehr cool. Wir gehen direkt rein. Die erste von 4 Aufgaben heißt: Triff im Live-Foot-Freundschaftsspiel kluge Käufe mit einem Stürmer und tritt dabei mit einem kompletten Team an, das für weniger als 2000 Münzen pro Spieler inklusive der Ersatzbank gekauft wurde. Also, was heißt das? Wir müssen in diesem neuen Modus mit einem Stürmer ein Tor machen und das Team, das wir benutzen, darf pro Spieler nicht teurer als 2k, also unter 2k Coins kosten. Das heißt, jeder eurer 11 Spieler, die Startelf, muss jeder maximal 1,9 kosten, aber auch die Bank darf nicht die 2000 Coins überschreiten, das heißt, muss günstiger als 2k Coins sein. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich jetzt weiterhin auch so. Die zweite Aufgabe heißt: Bereite im Freundschaftsspiel kluge Käufe, 5 Tore per Steifpass vor, und da genau das gleiche. Wir dürfen wieder nur mit dem Team antreten, was die ganze Startelf betrifft, und die Bank, da darf jeder Spieler nicht über 2k bzw. unter 2k Coins kosten. Also guckt, dass ihr jeden Spieler so maximal für 1,9 euch holt. Ja. Vorletzte Aufgabe: Gewinne 4 Partien. Da genau das gleiche. Nicht teurer als 2000 Coins. Also merkt euch einfach 1,9 kaufen, dann passt das. Und die letzte Aufgabe: Da müssen wir in 10 separaten Partien treffen. Und dabei dürfen wir auch wieder nur ein Team haben, was full bei jedem nicht teurer als 2k, also 1,9 kostet. Die Aufgaben sind leicht und ich glaube, man kriegt es mit dem Team auch easy hin. Ich hoffe, dass der Markt jetzt ein bisschen runtergeht dadurch, dass die Leute sagen, komm, wir hauen die Spieler ein bisschen günstiger runter dafür. Das ist auf jeden Fall cool, finde ich. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das ist mit Untrade-Spielern. Ich weiß nicht, was ist, wenn wir jetzt mit Untrade-Spielern da reingehen. Ob das dann zählt oder ob die dann einfach wahrscheinlich, so denke ich, dass der Footbin-Preis geguckt wird. Also ich habe zum Beispiel einen Untrade Ronaldo. Der ist dann halt nicht bei 0, sondern bei seinem aktuellen Footbin-Preis. Das heißt, ich könnte mit meinem Team auf jeden Fall nicht antreten. Ich denke mal, die meisten von euch nicht. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Und wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns noch ganz kurz den Modus auf jeden Fall an, weil der ist auch komplett neu. So, gehen wir rein. Online-Freundschaftsspiele, kluge Käufe. Hier haben wir ihn. Okay. Die Voraussetzung ist, dass ihr keinen Leihspieler... Okay, ihr dürft keinen Erstbesitzer haben. Also die müssen gekauft sein. Schon mal die Frage geklärt. Kein Erstbesitzer und keine Leihkarte darf im Verein sein, Jungs. Ich könnte jetzt ein Team irgendwie zeigen, aber ich will kein Meta-Team zeigen. Es ist halt, es geht meistens vom Baum, wenn die Leute alles einfach nachkaufen. Guckt nach Spielern. Also ich würde es wirklich einfach die Schlausbetone nehmen. Wir gucken Gold und geben halt als Preis Maximum die 1,9 ein. Und glaubt mir, da findet ihr schon spielbare Karten. Ich würde zum Beispiel jetzt hier Ine als Stürmer. Hat 92 Pace. Kann man sich easy holen. Kostet 1,1. Den Oscar kann man auf jeden Fall spielen. Den Balde kann man auf jeden Fall auch easy spielen. Talisca kann man easy spielen. Und den Martial kann man spielen.
Osimhen kann man. Also es gibt genug Spieler, ihr seht, also ich brauche da kein Team zeigen. Trapp, super Torwart für den Preis. Ito kann man spielen. Da gibt es auf jeden Fall safe genug Spieler, wo ihr euch ein Team zusammenstellen könnt. Und dann gibt es diese 88er Karte. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann, haut rein, aber nicht Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.